So, hölzerne Ruinen erschöpft. Sehr gut. Oh, und ich muss bald mit dem Beheizen anfangen. Manche Ruinen wurden beseitigt. Die Leute haben bemerkt, dass sie sich darum bemühen, die Stadt von den Ruinen zu befreien. Und die wissen das zu schätzen. Natürlich liegt noch sehr viel Arbeit vor uns, aber Winterheim kann schon ein wenig aufatmen. Die Hoffnung steigt an. Wir müssen bald mit dem Beheizen anfangen. Ich meine, ich habe die Zelte ja überall entfernt. Wir haben noch ein paar Baracken. Die sind nicht im Radius drin. Aber ich könnte, bauen können wir das noch nicht. Wir müssen mal schauen, wie das hier alles platziert wurde. Wie viel Platz die hier alles brauchen. Hier überall brauchen. Das sieht mit dem Wirtshaus nicht so toll aus. Ich würde das Wirtshaus auch mal entfernen. Und woanders hinbauen. Er kommt mal weg. Wir bauen das woanders hin. Hier hölzerne Ruinen, alles toll. Durch die ganzen Ruinen gehen zumindest die Rohstoffe nicht so schnell aus. Genau, das, was wir am Anfang in jedem anderen Szenario bislang immer hatten, ist hier nicht. Durch Feuer und Unruhen, im Tod getrennt. Sir, wir haben festgestellt, dass die Tote in den Schneegruben in zwei Haufen unterteilt sind. Auf dem einen liegen die Opfer von Bränden und die brutalen Versuchen, die Unruhen einzudämmen. Viele von ihnen haben Schusswunden erlitten. Auf dem anderen Haufen verkohlte Leichen der Täter, dem letzten Anführer und seine Männer. Manche Einwohner sagen, man solle sie aus der Stadt werfen, weit weg von den anständigen Leuten. Werft diesen Dreck aus der Stadt. Und so wie dann singt. Ich brauche Hoffnung. Ich brauche wirklich Hoffnung. Außerdem ist ein Tod. Und es sind Schneegruben. Wenn sie außerhalb der Stadt sind, können wir ihre Organe nicht verwenden. Sie haben für ihre Verbrechen bezahlt. Und werden sie noch bezahlen. Gut. So, wie machen wir das mit der Heizung? Das wird jetzt ein bisschen kritisch. Wir haben noch 4 Stunden. Wir müssen erträgliche Bedingungen reinbringen. Es ist gerade kühl. Ich müsste also das hier einmal erhöhen. Wir gehen auf Stufe 2. Das wird nicht halten. Wir können aber den Kohlegenerator starten. Und den Kohlegenerator starten. Und hier Arbeiter reinsetzen. Ich hoffe, das funktioniert dann. Wir brauchen unbedingt mehr Platz. Ja, gut. So versuchen wir es mal. Es sind halt sehr viele krank. Ich hoffe, das reicht, damit wir Stufe Dingens gehen. Dann fangen wir mit dem Beheizen an. Okay, wir müssen noch ein Zelt bauen. Oder sind welche nicht drinnen? Okay, warte. Das kriegen wir hin. Da müssen das die sein. Die Wege sind komplett hinüber. Weg mit den Wegen. Wir sind ja überall. So, wir bauen mal die Wege. Oh Gott, wo werden das gebaut? Ja, wir lassen mal einen Weg übrig. Damit die noch glücklich sind. Aber das ist eine Katastrophe. Wie kann ich dich entfernen, Weg? Nicht so. Auch nicht so. Es ist ein magischer Weg. Reichweite reduzieren? Ja, ich müsste dann die Leute aber von den Ruinen abziehen. Aber ja, oh, ich habe den Weg bekommen, sehr gut. So, den einen muss ich noch da lassen. Wir werden den aber gleich mal anders bauen. Hier. Das wird unser Hauptweg. Reichweite reduzieren, ja, da hättest du recht. Wir werden dann auf 2 runtergehen. Nee, können wir nicht, das ist ein Zelt. Wir werden das hinbekommen. Wir haben den ganzen Tag Zeit, um eine Lösung zu finden. Wir haben genügend Arbeiter, wir werden dann ein paar Kohlegeneratoren aufstellen. Das heißt, in der Nacht werden wir ein bisschen rumbauen. So, erstmal Zelte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, ist ja super. Wir müssen uns an dem ausrichten, oder? Nee. Dann richten wir uns an dem da hinten aus. An dem hier. Das ist gutes Zelt. Der ist toll dort.
1, 2, 3, 4, 5. Alles für die Leute hier. So, die Wege kommen auch noch weg. Die werden sehr viel zu bauen haben. So, das ist ein bisschen eine Fitzelarbeit hier. Gut, den habe ich bekommen. Sehr schön. Da ist sogar eine Arena. Das ist toll. 2, 3, 4, 5. Super. Gut. Nachdem wir das hätten, würde ich sogar hier im nächsten Ring hier weiterbauen. Wie viele Ingenieure haben wir gerade? Wir haben ein paar. Ich würde sogar ein paar Sanitätszelte aufbauen. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 Leute, 25 können wir einsetzen. Dann hätten wir das schon mal. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, unsere Mission kriegen wir damit durch. Wenn wir den nicht durchbekommen, habe ich ein riesiges Problem. Aber die bauen schon, das ist super. So, Ruine sind erschöpft, super. So, wie sieht das jetzt aus? Ja, nicht unbedingt viel, aber die sammeln schon. Bitte, bitte, hoffentlich zählt er dazu. Ja, es zählt dazu, super. Okay. Aber jetzt heißt es, 2 Tage lang durchhalten. Es wird wärmer, das weiß ich noch. Ich weiß nur nicht, ob es in der Zeit noch wärmer wird. Aber das ist super. Okay, wir haben die Ingenieure reinbekommen. Wir gehen dann weiter zum gefrorenen Teich. Das ist ein Land-Dreadnought. Eine der Land-Dreadnoughts, die uns hierher gebracht haben. Vielleicht haben wir Essen dort. Obwohl es keinen Sinn macht. Ich glaube, wir haben das gesamte Essen hierher mitgenommen. Gefrorener Teich. Ich weiß nicht, ob wir da Fisch finden. Ich glaube nicht. Wir schauen erstmal richtig im Land-Dreadnought rein. Vielleicht haben wir was übersehen. Das kann ja immer passieren. So. Baut mal die schönen Hütten. So, ist da Platz oder wie? Ach, da ist Platz. Aber ich hätte gern die Schneegrube hier weg. Die muss weg. Wir haben eine Schneegrube da hinten. Wie geht's dem eingelernten Kind? Gute Frage. Da schicken wir Ingenieure ein. Das hätte ich fast vergessen. Das Kind schreit die ganze Zeit darum. Jetzt ist aber erstmal Pause. Es ist Nacht, alle gehen schlafen. Ups. So, ja. Ich bin gut für Krisen. Oh Gott, nein. Mehr Krankenbetten. Die Verorderung hättet ihr vorstellen können, bevor ich die Sanitätszelte gebaut habe. Ich verspreche, dass die Kranken behandelt werden. Ich meine, ich habe jetzt ganz viele geöffnet. Ein Drittel behandeln, kein Problem. Das kriegen wir hin. 19 Leute, 20 Leute. Also easy. So, jetzt brauchen wir Platz für die Kohlegeneratoren. Mauerbohrer ist auch nicht mal so schlecht. Und wir brauchen endlich mal Sammelstellen. Wir brauchen alles. Alles auf einmal. Aber da hinten können wir nicht bauen. Nee. Grenzt nicht an der Straße. Ich glaube, hier hinten kann man auch nicht. Ja, das mit dem Platz wird nicht schön. Ich meine, wir könnten da vielleicht was reinklemmen. Das würde ich sogar machen. Wir brauchen die unbedingt. So, Sammelstelle 1, Sammelstelle 2. Toll. Dann das da und das da. So, eins hätten wir. Ich hätte am besten noch einen. Da hinten. 2 und 3. So, den Weg da hinten brauchen wir nicht, aber der macht es einfach hübscher. So, damit hätten wir das Problem auch hoffentlich aus der aus unserem Blickfeld geschafft. Wir haben noch 8 Stunden, das ist ein guter Start. Das, er wird ja in der Nacht ausfallen. Ich sollte mal, ich darf es runterschalten. Wir machen über die Nacht den Overdrive an. So, und
hier mal runter. Dann sparen wir. Dann haben wir 7 Stunden. Oder wie viele Stunden haben wir? Ah, das geht. Hoffe ich. So, baut, baut, baut. Ja, stimmt. Und das Treibhaus ist da. Wie schlägt es sich? Sehr schlecht. Wir brauchen mehr Essen. Habt ihr genug Hoffnung für Suppe? Nein, haben sie nicht. Ich bräuchte noch ein Treibhaus. Das würde ich auch noch bauen. Da hinten, das ist ein toller Platz für ein Treibhaus. Vielleicht noch ein paar Jagdhütten? Ich meine, die kosten ganz viel Holz, das ist schade. Aber es bleibt mir gerade nichts anderes übrig. Ja. So, und dem Kind geht's hoffentlich noch gut. Leute sind unter den Ruinen gefangen. Ja, das kriegt er hin. Ich hätte da gern noch ein paar Sammelstellen. So, wir investieren erstmal. Man muss ja investieren. So, und ich hätte hier gern Platz. Ja, da wird's auch bewärmt. Das ist toll. Auch alles mitnehmen. So, das dürft ihr mitnehmen. Dann machen wir das doppelt so schnell. Hier räumen wir erstmal auf. So, bam. Und bam. Schön. Kohle reicht noch für die Nacht. Toll. So, neues Treibhaus, neue Arbeiter. Danke. Geht mal da rein. Sägewerk. Ich würde sogar das Sägewerk mal besitzen. So, dann wäre zu den Ruinen. Ich würde hier mal Arbeiter reinschicken. Hier hinten auch rein mit euch. In die Jagdhütte. Schön. So, hier haben wir einen Kohlegenerator. Rein mit euch. Rein mit euch. Und dann setzen wir als Sammlerkinder ein. Wir haben so viele Kinder, die freuen sich, wenn sie was zu tun haben. Ein Kohlestück, dann können sie immer mit Kohlestücken spielen. Kohlestück werfen, Kohlestücke stapeln, auf Kohlestücken beißen. Das, was halt Kinder immer so machen. So, und das hätte ich gern schneller weg. Gut. Ich hoffe, das wird reichen. Und in einer Stunde kommt... Nee, kommt niemand. Ah, er hat noch sehr viele Probleme und immer noch sehr viele Obdachlose. Weit geht die Wärmezone? Gar nicht mal so weit. Und da fehlen ein paar Zelte. Da haben wir dann noch Sachen weggeräumt. Und wir brauchen sehr viel Hoffnung. Ja. Land-Dreadnought. Der einzige Land-Dreadnought, den wir nicht ausgeschlachtet haben. Er hat keine Vorräte mehr an Bord und bräuchte eine Generalüberholung. Aber im Grunde ist er intakt. Gut. Das ist imposant. Der letzte Land-Dreadnought. Als wir über die Kante des schneebedeckten Plateaus klettern, fühlen wir uns wie Ameisen, die in einer fremden Landschaft auf ein gigantisches Biest zu krabbeln. Schließlich kommen wir kurz vor dem Land-Dreadnought zum Stehen und bewundern seine schiere Größe. Eine der enormen Maschinen, die uns hierher gebracht haben, türmt sich vor uns auf. Leise und kalt. Es würde eine gewaltige Menge an Rohstoffen und Arbeit kosten, sie wieder in Betrieb zu nehmen. Nichtsdestotrotz ist sie eine Erinnerung an unsere Reise gen Norden und all das, was wir zurückgelassen haben. Wir haben uns dazu entschlossen, sie intakt zu lassen. Und ihr habt das Licht angelassen. So, wir nehmen das 29 Essen, ja, das ist gut. Schon episch, ja, es ist wunderschön. Es ist ein sehr schönes Bild. Wir haben ein bisschen Essen. Wir bringen das mal rein. Ich meine, Essen können wir gut gebrauchen. Wir haben gerade nichts. Und wir haben sehr viele hungrige Leute. Ja, wir haben gerade ein Nahrungsmittelproblem. Aber wir kommen mit der Hitze gerade durch. Also mit der Kohle, meine ich. Das ist gerade gut. Mehr mit weniger ernähren. Unsere Nahrungsmittelvorräte schrumpfen. Wir sind weg.
Mit effizienteren Rezepten, die für diese harten Umstände besser geeignet sind, könnten wir sie strecken. Ja, ich kann aber gerade keine Gesetze verabschieden. Das macht das ein bisschen schwieriger. So, wie lange geht der Overdrive? Der geht doch eine Zeit lang. Gut. Es hat minus 40 Grad. Ich kann schlecht Sachen einsammeln, so. Vielleicht könnte ich einen Bearbeiter hier reinschicken. Ich meine, die Ruinen sind sowieso ein bisschen bewärmt. Das geht schon. Die unterstützen dann einfach dort, wo es geht. Ja, da geht's nicht. Hier zum Beispiel. Da können wir alles wegnehmen. Ah, Stahlgerüste. Ich meine, wer braucht die denn? So, ganz viele Arbeiter noch. Wir können da. Oh, da nicht. Ja, werden die nur krank. Hier zum Beispiel, da ist ein schönes, das könnt ihr mitnehmen. Da. Ja. Gut. Ja, okay. Kohle bekommen wir, die Vorräte kommen. Wir haben einen Job. Sehr gut. Wir sammeln erstmal Kohle aus, wir reizen das mit dem Overdrive aus und dann schauen wir mal. Und ich würde da noch ein paar Zelte bauen. Na, ich weiß nicht, warum die da fehlen. Vielleicht habe ich die vergessen. Die Werkstatt musste auch weg. Und das Zelt musste weg. Aber ich kann es nicht abreißen, weil sonst sind die wütend. Und ich brauche Hoffnung. So, normalerweise hast du 80 Leute am Anfang. Da sind 15 Arbeiter für Iker schon bitter und 12 Rohnahrung. Ja, tatsächlich, das ist sehr schlecht. Hier haben wir ganz viele. Ich weiß nicht, ob ich mehr... Wir müssen im Speiseraus nachschauen. Ja, das geht immer noch nicht. Die bekommen jetzt was zu essen. Das wird aber gerade nicht reichen. Wenn die Leute reinkommen, wird das auch nicht reichen. Ich bin immer noch mit der Forschung hier besetzt. Wir bräuchten unbedingt mehr Jagdhütten. Oder weitere Treibhäuser. Treibhäuser sind halt doppelt so gut. Ich würde erstmal die bauen. Sind halt auch viel größer, das ist halt das Problem. Ja, ist ein guter Platz, wenn da nur was beheizt werden würde. Wenn wir da unten Platz hätten. Ich hoffe, die räumen das relativ... Die räumen das schnell weg. Und die kriegen das da unten schon hin. So, Essen, toll. Hier geht weiter. Ihr geht mal zur Schneedüne, nein, zum Teich. Vielleicht findet ihr dort Fisch. Ist halt das Einzige, was da in der Schneewüste sichtbar ist. Also mit den Zelten sollte man eigentlich erstmal alle hier eine Wohnung geben. Auch toll. Ausrüstung für Sanitätsstation, super. Ich würde dann auf Jagdhütten gehen. Nee. Das Treibhaus ist mir gerade... Wie viele Leute sind krank? Sehr viele. Ich brauche das Krankenhaus. Unbedingt. Ja. Sehr wichtig. Das war falsch. So. Das war auch falsch. Zusatzrationen? Ja, nee. Die Hoffnung steigt, aber ich muss das versprechen. Bei mir gibt es Kinder, die satt sind. Noch 6 Stunden. Das ist ein bisschen schwierig. So, habt ihr das Kind endlich mal befreit? Ich brauche einen Erfolg. Ich brauche eine Erfolgsmeldung. Ja, ein stolzer Mann. Ein Sir, einer unserer Männer besteht darauf, auf der Straße zu leben. Wir haben ihn hergebracht, vielleicht können wir ihn zur Vernunft bringen. Tja, Sir, alles, was ich je hatte, habe ich mir mit meinen eigenen Händen erarbeitet. Ich will verdammt sein, wenn ich ein Zimmer beziehe, ohne dafür bezahlt zu haben und zu können. Und da ich meine Hand verloren habe, kann ich nicht arbeiten, so ist das nun mal.
Er wendet sich zum Gehen, zögert dann aber und seufzt. In London gab es Heime für Leute wie mich. Wir müssen ein solches Heim bauen. Ich kann das Gesetz aber nicht verabschieden. Ich brauche aber Hoffnung. Ich werde dir ein Pflegeheim bauen. Ich hätte gern die Hoffnung gehabt. Kann ich euch eine Kirche bauen? Kann ich? Gut, warum konnte ich das vorher nicht? Wir bauen eine Kirche, ganz schnell. Wir haben 4 Stunden für ein paar Kirchen. Ja. Das wird die doch alle glücklich machen, hoffe ich doch. Bitte, 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 bitte. Ich brauche nur Platz. Ich hinten. Ihr wollt bestimmt Kirchen. Ja, jeder mag Kirchen. So. Und ihr da hinten, da, hier in der Kirche, toll. Und hier, da, vielleicht, wenn ich die drehe, vielleicht. Ah, nein. Da. Hier, da, da ist ein guter Platz. Jeder mal Kirchen. Bam. Super, ich hoffe, das bringt was. Mal. Wir haben noch 2 Stunden. Kleine Überlebende. Bam. Ich bin ein Held, die Hoffnung. Bitte gib mir Hoffnung. Sir, wir haben das Kind aus den Ruinen gezogen. Der Kleine ist der einzige Überlebende seiner Familie. Er hat schwere Verbrennungen erlitten und wird ohne angemessene medizinische Versorgung sterben. Und die können wir noch nicht bieten. Die Hoffnung steigt leicht. Es ist sehr gering. So, das machen wir gleich, oder? Wir haben nur eine Chance. Die nutzen wir richtig aus, hoffe ich. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bring it on. Die bis heute gebaute Hoffnung steigt. So, und jetzt, wir sind so nah dran, es wäre doch schade, wenn was passiert. Zum Glück haben wir noch Essen und wir sind durch. Gut. Erste Krise abgewendet. Wir hatten weniger als 1 Stunde Zeit. Hoffnung wiederhergestellt. Du hast die Hoffnung in den Herzen unserer Einwohner wiederhergestellt. Toll. Das war super knapp. So, Sammelstelle ist erschöpft. Die meisten Ruinen wurden beseitigt. Okay, wir hätten auch damit Hoffnung bekommen. Die Überreste der verkohlten Häuser, die Winterheim verunstaltet haben, wurden größtenteils beseitigt. Die unzähligen Stunden der Schinderei haben sich bezahlt gemacht. Die Leute werden jetzt nicht mehr ständig an diese Nacht des Schreckens erinnert. Ja, das hätte mich auch gerettet. Gut. Der Overdrive hat gut geholfen. Wir müssen den jetzt aber deaktivieren. Wir haben aber gerade sehr viel Kohle angesammelt. Und es gibt gerade keinen Bedarf in der nächsten Zeit, den Overdrive zu aktivieren, laut meiner Erinnerung. Bevor wir das halt deaktiviert haben. So, ich würde deswegen hier unten mal weitere Sammelstellen bauen. Damit wir mal das hier ausreizen. Wenn das hier weg wäre. Ja, das wird schon gehen. Oh. Warum beheizt denn der eigentlich so lange? Was ist denn da? Mach das mal auf 8 bis 20 Stunden. 8 bis 18. Die arbeiten ja nicht mitten in der Nacht. Oh, Generator kritisch. Wir müssen jetzt erstmal Stufe 2 anschalten, bevor wir den Overdrive deaktivieren. Gut, und jetzt aus. Gut, wie lange hält der? Wir haben ein Plus. Wir haben ein Plus in der Kohle. Wir haben sehr viele Schwerkranke, das ist dagegen schlecht. Wir haben ja bald Krankenhäuser. Wir haben noch das Problem mit der Nahrung. Das müssen wir auch noch beseitigen. Gerade ein bisschen was zum Essen. Ich hätte halt gerne da unten welche. Oder die hier wegmachen. Wir bauen mal ein Jagdhaus weg dort, weil der stört. Da oben hätten wir vielleicht Platz, aber es geht nicht.
Wir halten nirgendwo Platz. Hier hinten, das ist ein guter Platz dafür. Dann reißen wir die später ab, wenn die hier fertig sind. Und da kommt ein weiteres Treibhaus hin. Ich hoffe nur, ich weiß nicht, ob das geht. Weil sehr viele Kranke, das stört mich wirklich ungemein. Wir brauchen mehr Sammelstellen. Also ich werde ein paar hinklatschen. Einfach so ins Feld. Die können wir auch anders beheizen. Weil das stört mich jetzt. So, hier zum Beispiel. Aber da rein mit euch. Holt euch die Sachen. So, der ist sowieso bereits. Dann Kohlehaufen können auch ein paar Kinder rein. Was aufsammeln. Das ist weniger schön. Ja, jetzt sterben die alle. Wir haben halt keinen Platz. Ja, ist nicht schön, nicht schön, nicht schön, nicht schön. 11 Arbeiter tot. Verzweifelte Einwohner, wir müssen noch ein paar Tage durchhalten. Bitte, Leute. Sterbt doch nicht einfach. Ja, 14 tot. Alle, die schwer krank geworden sind. Oh Gott, 12 tot. Gut, die Jagdhütten weg. Auch den Platz. Ich glaube, da kommen keine Treibhäuser rein. Es wird wärmer. Wunderbar. Das nutzen wir komplett aus. Das Kind stirbt, ja. Es hört das verbrannte Kind, das was in Ruinen geborgen haben, ist gestorben. Wir konnten seine Verbrennungen nicht rechtzeitig behandeln. Ja, ich hatte keine Chance. Wir haben das Krankenhaus nicht mehr erforscht, glaube ich. Ja, die Hoffnung sind, armes Kind. Wir sind doch beim Krankenhaus. Ja, das schlägt erstmal rein. Das auch. Das auch. Das auch. Das auch. Wir haben sehr viele Leute, die am Vorgang sind. Habt ihr Fisch? Neuer Orientierungspunkt, wir haben keinen Fisch. Wir haben eine Stahlbrücke entdeckt. Dann gehen wir zur Stahlbrücke. Die Brücke überstand eine breite, tiefe Schlucht. Wir haben sie gebaut, um die weitere Erkundung des Frostlands zu ermöglichen. 11 Stunden bis zur Ankunft. Okay, eine Sammelstelle ist erschöpft. Das kommt weg. Bam. Weinkenner, die Hoffnung nicht ins Minus... Also wenigstens... Er kann die Hoffnung nicht ins Minus gehen, wie bei der Unzufriedenheit. Ja, zum Glück. Die Anti-Hoffnung. Weinkenner. Ach, ich mag Autoverbesserungen. Minus 50 Hoffnung. Was ist denn das Gegenteil von Hoffnung? Das Gegenteil von Hoffnung. Negativen Bereich. Also nicht das von ich hoffe nicht, sondern ich weiß, sondern ich hoffe nicht auf irgendwas Gutes, sondern ich weiß, dass was Schlechtes kommt. So, da haben wir ein Zelt. Das wird abgerissen, das ist super. Wir haben wieder Schwerkranke. Ich brauche unbedingt, ich hoffe nicht, die Ingenieure sind tot. Nein. Ich brauche ein paar Werkstätte. Ja, wir bauen jetzt ein paar Werkstätte. Wir brauchen mehr Forschung. Wir brauchen mehr Forschung und zwar schnell. Oder geht. Wir brauchen noch mehr Sammelstellen. Wir brauchen mehr Ressourcen.
Oh Gott, da ist überall was. Ich werde da hinten einfach eins reinbauen und hier. Und, das wollte ich noch wegbauen. Da kommt jetzt, da ist nur mittleres Risiko, krank zu werden. Da kommt Ingenieur rein, damit er sehr schnell abgebaut. Verzweiflung. Es kommt nah ran, glaube ich. Stimmt, Verzweiflung basiert darauf, dass was ist. Und ich zerbreche daran. Ich glaube ja, ich glaube, das ist ganz treffend. Obwohl Verzweiflung auch etwas, obwohl es kommt, glaube ich, es sagt, glaube ich, nicht aus, auf was ist oder sein kann. Krankenhaus, wunderbar. Okay, Krankenhäuser. Hier kommt die Rettung in der Not. Wir können A1 bauen. Aber ich würde das nächste erforschen. Und zwar, nicht die Mechanisierung. Wir brauchen unbedingt Jagdtaktiken. Die können wir auch nicht. Ich hätte gern mehr Speer. Raus mit euch, Leute. Raus mit euch. So, da kommt die nächste Forschungsgruppe rein. Versprechen gehalten. Wir haben Wärme versprochen und gehalten. Sehr nett. Dankeschön. Ernte die Kranken verbleibend 81. Ja, das, ich werde mich bestimmt daran halten können. Es wurde gerade Wärme. Wir können den Generator runterschalten, damit wir ein bisschen Kohle ansammeln. Ja. Das wird bestimmt funktionieren. So, Speisehaus, wo bist du? Brauch noch mehr, unbedingt mehr. Wir könnten noch ein Krankenhaus bauen, das passt aber nicht rein. Da hinten auch nicht, das ist alles so furchtbar gebaut. Obwohl, hier passt es rein. Dann bauen wir da noch ein Krankenhaus, das ich weiß, ist ein Dampfkern, ist dann weg. Wir brauchen dann auch noch Holz. Genau. Wir haben ja gerade die Chance, hier ein bisschen Sachen mitzunehmen. Nee, die werden alle krank. Ich würde das nicht wagen. Ich schicke dir nicht in die Kälte raus. Die sind alle viel zu krank. So, baut das bitte schnell. Wir haben Ingenieure noch da. 13 Stück. So, die brauchen 10. Rein mit euch. Habe ich doch überall Ingenieure eingestellt. Ja, warte. Ja, da. Ich habe halt noch 3 Leute, das ist ein bisschen schlecht. Aber da kommen die ganzen Schwerkranken rein. Sehr gut, die werden behandelt. Das ist super. Wie lange brauchen die, bis die gesund sind? Steht nicht da. Das weiß man erst, wenn die da sind. Aber wir können die erstmal hier reinfüllen. Das ist kein Problem. Wiedergeburt des Glaubens. Sir, die Einwohner haben angefangen, das Gebetshaus zu besuchen. Es sind noch nicht viele, aber wir können es könnte der Beginn von etwas Besonderem sein. Anscheinend haben sie wirklich einen geeigneten Ort für ihre Gebete gebraucht. Das freut mich. 3 Tage, Rekord für 7 Tage. Was für ein Rekord? Was für Tage? Ah, Stahlbrücke. Die Brücke wird von einem Automaton gewartet. Den kennen wir ja. Seine Aufgabe ist es, sie für die Rohstofftransporte über die Schlucht von Schnee zu befreien. Mechanisches Personal. Der Automaton arbeitet unermüdlich daran, die Brücke frei von Schnee und für die Transporte passiv abzuhalten. Transporte wohin? Wenn wir... Und wofür, warum ist die Brücke da? Wenn wir ihn in die Stadt schicken, würden wir alle Außenposten entlang dieser Route abschneiden. Die Speer könnten die Brücke weiterhin überqueren. Wir werden später entscheiden, was damit passiert. Genau, lass den Automaten im Einsatz. Also, wie lange es dauert, einen Kranken zu behandeln? 7 Tage? 3 Tage? Okay, 3 Tage im Schnitt. Ja, okay, dann werde ich das... Vielleicht kriegen wir das noch durch. Ich bin mir unsicher.
Eisenerzvorkommen, da will ich hin. Eine merkwürdige Formation aus Felsen und Eis schneidet durch das Land. Ich hoffe nur, dass die anderen Schwerkranken hier nicht sterben, während die anderen hier behandelt werden. Ah, etwa einen Tag. Dann geht das locker durch. Okay, Effizienz 100%, etwa einen Tag, passt. Damit bin ich super zufrieden. Ich meine, das hängt auch vom Schwierigkeitsgrad immer ab. Je schwerer, desto länger braucht das, glaube ich, auch. Kann auch nur eine Stunde dauern. Okay, dann ist es eine große Variation. Das irritiert mich ein bisschen. Warte, wo war das? Rohstoffe. Sammelstellen, Erkundung, Industrie, Außenpostendepot. Ich glaube, ich kann einfach mehrere Teams zusammenstellen. Achso, nee, aktuelle Obergrenze 1. Okay, dann nicht. Aber es läuft, glaube ich, gerade gut, außer das mit dem Hunger und das andere Unangenehme. Aber sonst bin ich sehr zuversichtlich. Wenn wir gerade gleich das Gesetz reinbringen mit Suppe, dann sollte es, glaube ich, gehen. Das sehen wir dann. Solange die nicht immer sterben, ne? Ja, ich weiß. Gesetz. Suppe. Hoffnung zu niedrig. Gut. Kann ich Hoffnung erhöhen? Nein. Okay, dann. Ich glaube, das wird mit der Hoffnung ein bisschen brauchen. Wir machen was anderes. Wir bauen Abendgebete ein. Wir haben, glaube ich, kein Essen dafür, nicht wahr? Nee, haben wir nicht. Dann werden Schreine besser. Aber Schreine brauchen Eisen. Obwohl, ich glaube, wir haben gerade Eisen. Wir nehmen Eisen. Ja, mit den Schreinen. Es braucht auch Holz. Aber hier arbeiten sehr viele, also bauen wir das da ein. Ah, jetzt sterben die wieder. Ah, das mit dem Essen ist schlecht. Wir brauchen unbedingt mehr Holz. Okay. Sägemühle. Ist in Betrieb. Die werden alle krank, das hat das Problem. Okay, aber bevor die alle sterben, wir schicken die in den Holzruinen rein. Ja, Holzruine. Rein mit euch Kindern. Ihr dürft Holz hacken gehen. So, alle schön rein. Und der Rest kommt einfach dahin. Das ist ein Spaß. So, ich hoffe, ihr habt was gefunden. Bevor ich das mache, ziehe ich die lieber wieder ab, weil das ist eiskalt. Der Frost hat uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. So, die müssen auch da weg. So, wo ist es noch überall kalt? Im Kohlehaufen, das wird nicht warm dort. Obwohl, vielleicht doch. Überall kalt. Wir aktivieren mal das von 8 bis 18 Uhr. Das darf angeschaltet werden. Wir schicken mal Leute ins Stahlwerk. Ich glaube, die ganzen Sammelstellen gehen noch. Wie sieht das mit dem Kohleverbrauch aus? Sehr gut. Okay, wir aktivieren mal die Heizungen. So, wir haben gerade die Kohle dafür, also machen wir das. Ich hoffe, das passt noch alles. Wir werden sehen. Sieht gut aus. Das müssen wir nicht anschalten. Das da hinten auch nicht. Jetzt wird es erstmal teuer. Oh, doch nicht so sehr. Ach, weil wir runtergeschaltet haben, oder? Den ist kalt. Aber das... können wir es hochschalten? Und es geht noch? Ja, geht noch. Gut, dann machen wir ein bisschen wärmer. So, jetzt aber. Eisenerzvorkommen. Eine Eisenader ist durch einen schmalen ich bin wieder durcheinander. Eine Eisenader ist durch einen schmalen Riss im Eis zu sehen.
Reiche Aussichten. Das Eisenerzvorkommen ist ergiebig und leicht zu erreichen. Wir könnten hier einen Außenposten errichten, um das Eisenerz weiterzuverarbeiten und die Stadt mit Stahl zu beliefern. Gut zu wissen. Schöner Stahl. Wir nehmen es mit. Wir haben gerade keinen Stahlengpass, also gehen wir weiter zu den zerstörten Unterkünften. Das Einzige, was wir hier sehen. Gut, dann ziehen wir mal Leute von Dingens ab. Wie lange brauchen die für ihre Patienten? Aber ich würde sogar eine Sanitätsstation abreißen. Die kommt weg, wir schicken die hier rüber, damit die schneller behandelt werden. Wir brauchen tagelang hier drin, das darf nicht sein. 8 fehlende Arbeiter, ja, verständlich. Hoffnung kann begleitet sein von der Angst und der Sorge, dass das Erwünschte nicht eintreten wird. Ihr Gegenteil ist die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit, die Resignation, die Depression oder die Angst an sich. Schön. Dann passt die Verzweiflung ganz gut. Von all den Dingen würde ich dann tatsächlich die Verzweiflung nehmen, als Gegenteil. Oh, die Leute sind unter den Ruinen gefangen. Stimme in den Ruinen. So einer unserer Leute hat gerade Stimmen aus den Ruinen gehört. Es ist ein Wunder, nach so langer Zeit Überlebende zu finden. Wir müssen uns beeilen, wenn wir sie nicht verlieren wollen. Ich verstehe. Wir haben noch 18 Stunden, damit die Hoffnung wieder steigt. Das ist eh nicht gut. Wir brauchen auch hier wieder einen Erfolg. Arbeiter, bitte rein. 14 fehlende Arbeiter. Sehr schlecht. Dann Kinder. 0,6 pro Stunde, die werden ewig dafür brauchen. Okay, wir ziehen mal Leute von dem Kohlegenerator ab. Wir haben gerade sehr viel Kohle. Die gehen mal hier rein. 3 pro Stunde. Kinder sind halt sehr langsam, verständlicherweise. Es war eiskalt dort, aber ich kann halt gerade nichts anderes machen. Leute, wir haben keine Schwerkranken mehr, die... doch, jetzt haben wir wieder welche, die nicht behandelt werden. So, was kann ich machen, damit die Hoffnung steigt? Mehr Schreine bauen. Hier zum Beispiel, da haben wir sehr viele Sanitätszelte, das ist toll. Hier hinten hätten wir auch was, da könnte ich überall beten, dann freuen die sich. Und auch da, überall, wo wir hier irgendwas machen. Ja, ich glaube, ich baue das lieber hier rüber. Und darüber. Wir hauen einfach alles raus. Ich glaube, wenn man das hier rüber baut, bauen, ist das langfristiger. Als hier. So. Bloß nicht das Dampfzentrum abreißen. Nein, 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 nein. Schreien, das wollen wir nicht bauen. So, ich glaube, die Kranken konnten wir nicht rechtzeitig behandeln. Das ist schlecht. Mehr Speer. Genau, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Das war damals vielleicht besser. Wir können jetzt mehr Speer rausschicken. Ja, das machen wir dann. Wir gehen auf Jagdtaktiken, damit wir weniger Arbeiter brauchen, die sich besser verteilen. Das sind die Sammelstellen. Da müssten wir eigentlich welche ein bisschen verteilen. Das wäre auch nicht schlecht. Was habe ich gerade gemacht? Mehr Speer, nicht wahr? Dann schicken wir noch ein Speerteam raus. Bam. So, ihr geht zum aufgewühlten Schneefeld. So, Schreine gebaut. Hoffnung steigt. Gleich wird ihr nochmal sinken. Ich weiß es. Wir schicken nochmal 2 Leute von der Sanitätsstation weg. Ihr geht zum Krankenhaus. Vor der Besatzung da rein. Es wird nicht helfen. Nicht in den 3 Stunden.
Es kommen immer mehr Schwerkranke rein. Okay, aber das Kind ist gerettet. Feige Schläger. Sir, wir haben mehrere Schläger aus den Ruinen gezogen, die dem vorherigen Anführer gedient haben. Als diesen Feiglingen klar wurde, dass wir gewinnen, haben sie sich in der Vorratskammer des Wachhauses versteckt und wurden dann durch das gelegte Feuer verschüttet. Was sollen wir mit ihnen tun? Lasst in Ruhe, sie werden niemandem mehr etwas tun. Plus 4 Arbeiter, hungrig, krank, toll, Unzufriedenheit steigt erheblich an. Ist mir erstmal egal. Verbannt sie, Unzufriedenheit sinkt. Nee, wir behalten die. Wir brauchen Leute. Und... sie haben eine zweite Chance. Ja, 10 Stunden, bis die Hoffnung steigt. Das wird nicht einfach. Das sieht sehr schlecht aus gerade. Können das jetzt einmal machen? Das Kind gerettet. Wir können die Arbeiter hier wieder reinschicken, damit die Kohle sammeln, aber trotzdem. Wir bräuchten eigentlich Suppe. Aber ich brauchte auch Hoffnung. Zerstörte Unterkünfte. Ein besonderer Ort im Frostland, ja. Euer Orientierungspunkt, da ist nix. Unterirdischer Schutzraum. Diese Grenzanlage ist ein Unterschlupf für unsere Wissenschaftler, die die Weiten des Frostlands erkunden. Es sieht wieder schlecht aus. Wir haben 9 Stunden, um sehr viel Hoffnung zu bekommen. Und Hoffnung. Okay, ich glaube, das war's. Einwohner sind hungrig, ja. Wir geben ihnen zu essen. Es sieht schlecht aus gerade. Ja. Abendgebete wird mir nichts bringen. Wir bekommen, glaube ich, nicht genügend Essen rein dafür. 6 Stunden Zeit, da fängt die Arbeit nicht wieder an. Bekommen wir kein Essen rein. Aus der Heilung. Könnten wir bauen. Feldküchen, das wird mir nicht helfen. Aber ich bekomme keine Hoffnung dafür. Oh je. Bekomme ich Hoffnung rein? Suppe wäre eigentlich jetzt das, was ich bräuchte. Lebenserhaltung wäre eigentlich auch nicht schlecht. Radikalbehandlung. Notfallschicht. Hier steigt das ist das Einzige, was mit Hoffnung zu tun hat. Das ist das Einzige. Ja, es ist ein bisschen, aber das wird nichts bringen. Ich könnte noch einen Overdrive aktivieren, damit er noch wärmer wird. Vielleicht steigert das Hoffnung. Es sind halt zu viele gestorben. Es sind viel zu viele gestorben dafür. Ah, da müssen wir gleich nochmal ran. Das ist nicht gut. Ja. Ich glaube, anstatt wir Zelte bauen, sollten wir erstmal sehr viele Sanitätszelte bauen und von mir aus, von den Gesetzen her, zum Haus der Heilung gehen. Ihr könnt von mir aus obdachlos bleiben. Weil dass wir erstmal die Kranken wegbekommen. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Das war's jetzt gleich. Ja. Du bist entlassen, ja, verdammt. Aber wir haben jetzt ein anderes Ziel. Das können wir machen.